Feuerwehrleute haben dramatische Szenen beschrieben, als sie hier im 16. Arrondissement von Paris ankamen, wo ein 8-stöckiges Gebäude in Flammen stand. Sie sagten, dass viele Menschen Zuflucht auf dem Dach suchten. Einige der Überlebenden haben zudem von dem schrecklichen Moment erzählt, als sie in der Nacht aufwachten und ihre ganze Wohnung in Brand stand. Einige Überlebende sind nun in einer Notunterkunft, andere bei ihren Familien. Die Behörden haben mitgeteilt, dass sie natürlich traumatisiert sind. Es wird einige Tage dauern, um herauszufinden, was genau hier geschehen ist. Annelies Bourges in Paris, for Euronews.